So, liebe Leute, und da sind wir wieder bei Rising World. Und der Stein hat mich gestört. Wollte ich nur mal loswerden. Und der da stört mich genauso. Ja? Und was mich noch viel mehr stört, ja. Ich bin ja auch in diversen Foren unterwegs und kann da natürlich auch einiges lesen. Darunter auch Verhaltensregeln zu YouTube und was wollt ihr denn, was wollt ihr mit eurem Kanal erreichen? Wollt ihr berühmt werden? So welche Fragen alles. Und klar, man möchte, klar, irgendwo möchte man natürlich auch seinen Bekanntheitsgrad haben, ja. Aber sollte man da gleich von Berühmtheit sprechen, so in Richtung Unge oder so? Und da kam mir dann mal so der Gedanke, hey, ich greife das mal bei euch auf, ja? Was wäre euch jetzt wirklich lieber? Ein Let's Player, der, was weiß ich nicht, wie viele Kommentare in einer Stunde hat, ja? Und dadurch vielleicht, sag ich mal, Fanservice, Abonnentenservice, ja? Abonnentenservice dadurch vernachlässigt, weil er dann beispielsweise nicht antwortet. Wobei, ich glaube, ich würde dann immer noch auf alle 500 antworten. Beziehungsweise, ja, doch, würde ich immer noch antworten. Ja, würde ich versuchen, ja. Sofern wohlgemerkt konstruktive, ne. Also, man muss dann wirklich dann auch schon unterscheiden, ja. Wenn jemand schreibt, hey, super Video, hast ein Like, ja, reicht ein Danke. Ganz im Ernst, da reicht ein Danke, ja. Wenn er noch dabei steht, guck mal bei meinem Kanal vorbei. Gut, ich gucke gerne vorbei, mache ich immer. Ja, also auch für die ganzen Leute, die denken, der guckt gar nicht vorbei. Wenn der Kanal mir aber beispielsweise nicht gefällt, ja, weil irgendein Gameplay dabei ist, was ich einfach selber ich nicht spiele und es mich in dem Augenblick nicht interessiert, ja. Ich gehe da jetzt auch mal so auf die ganzen Leute ein, so beispielsweise FIFA. Ich bin kein Fußballfan. Liebe Leute, ihr könnt, klar, wenn euch meine Let's Plays interessieren, ihr könnt gerne natürlich ein Abo dalassen, auch ein Like oder sonst was, aber bitte erwartet nicht von mir, dass ich einen Kanal like. Ja, ich mache kein Sub for Sub, ja, dass ich einen Kanal like, der FIFA spielt, ja, wenn mich das Spiel wirklich null interessiert. Das wäre einfach total gelogen und es bringt euch auch nichts, ja. Also es bringt wirklich gar nichts, dass ihr dann da guckt, ach gut, ich habe 6 Millionen Abonnenten, aber insgesamt guckt nur einer das Video, ja, weil ihr natürlich alles Sub for Sub gemacht habt. Diese Wand müsste ich eigentlich komplett einreißen noch irgendwann. Darum also, nehmt mir das nicht übel, ne? Ich werde euch da kein Like dalassen. Aber okay, das ist ja auch nicht Thema der Sache. Thema der Sache war ja jetzt bezüglich, was möchte ich auf YouTube werden? Möchte ich wirklich berühmt werden? Schöner Nebeneffekt, ich gebe es zu, ja? Aber wohlgemerkt Nebeneffekt, ja? Und das möchte ich auch hier an dieser Stelle klarstellen. Ich möchte jetzt nicht Unge Nummer 2 werden, Gronkh Nummer 2. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Minecraft. Nein, ich bin auch kein Gronkh, ja. Außerdem habe ich auch nicht so eine tiefe Stimme, muss ich mal ganz ehrlich sagen, ne? Also ihr hört ja selber, ich habe eine etwas sehr hellere Stimme. Ja, möchtest du denn, was weiß ich nicht, also sagen wir es mal so. Ich freue mich immer riesig über Kommentare, ja, bin ich ganz ehrlich. Ich freue mich wirklich immer wie ein Honigpferd drauf. Nee, Honigkuchen, wie nennt man das? Ach, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ich freue mich immer riesig da drauf und denke mir dann, boah, geil, ein Kommentar. Und dann antworte ich auch immer drauf, ja. Falls ich bei irgendjemand jetzt nicht geantwortet haben sollte, dann bitte entschuldigen, ja. Manchmal kommt dann durch die Arbeit und durch die Let's Plays dann irgendwas dazwischen. Ja, man kennt das ja, man macht die eine Sache, dann wird man irgendwo abgelenkt und dann vergisst man nicht unwichtige Sachen, aber man wird komplett in eine andere Routine reingeballert und deswegen, ich meine das nicht böse, wenn ich da mal einen Kommentar von euch vergessen habe, ich meine das eigentlich lieb. Und wie immer bauen wir hier noch an dem Keller weiter. Und das finde ich auch wichtig, ja, finde ich auch wichtig, ne. Und genauso finde ich auch wichtig, gerade bei YouTube, ich möchte halt gerne, da ich das selber auch Game Designer bin, die Spiele einfach testen und den Entwicklern auch Feedback geben. Und das mache ich ja auch immer. Also jetzt hier gerade Rising World ist eins der besten Beispiele. Ich unterhalte mich viel mit Red, bin auch viel mit ihm am Chatten und er kriegt von mir konstruktive Kritik. Ich kriege von ihm dann halt den Kommentar, jupp, wird gemacht oder nee.
Und begründet dann aber auch, warum sie es nicht vorhaben, ja. Also, da steht wirklich jemand dahinter. Und das mache ich halt wirklich liebend gerne, ja. Und genauso bin ich halt auch einer, der gerne auf Kommentare antwortet. Und darum sage ich dann auch, wichtig ist mir, dass ihr Spaß habt auf YouTube, ja. Ich spiele einfach hier nur mein Spiel, mache in dem Augenblick mein Ding und möchte das mit euch teilen. Und wenn ihr der Meinung seid, dass euch das gefällt, natürlich, dann lasst ihr ein Abo da, lasst ein Like da oder sonst was, ne? Diese ganzen üblichen Chosen, ja? Müsst ihr nicht zwangsweise, zeigt mir halt dann aber auch, ey, Leute, ihr mögt es wirklich, ne? Also mit jedem Like auch auf dem Video, echt da... Ich möchte jetzt nicht Worte sagen, die für manche Kinderohren nicht gedacht sind, aber ihr könnt es euch denken, ja? Und ich bin einfach jedes Mal sowas von happy, sowas von begeistert. Und egal ob Like oder Kommentar und dann natürlich kriegt ihr auch sofort was, ne? Und einige kennen es ja auch, dass ich da noch gerne mit denen versuche, eigentlich eine kleine Diskussion, kann man jetzt nicht sagen, anzufangen, aber so ein kleines Gesprächsthema zu suchen, um vielleicht dann da auch eine tiefere Basis, oh, wo wir gerade von tieferer Basis sprechen, tiefere Basis da mit euch aufzubauen, ja? Selbst wenn ich da nicht mit euch beispielsweise spielen kann, ja, aber man kann sich ja unterhalten dann in den Kommentaren, ja, und das mache ich wirklich liebend gerne. Also, keine Angst, einen Kommentar zu schreiben, ja, ich beiße in den Kommentaren nicht, ja, und nur weil die anderen Let's Player beispielsweise ungerne teilweise Kommentare beantworten, teilweise, man muss leider wirklich so oft das Wort teilweise sagen, weil es gibt so viele Let's Player, so viele YouTuber, und man kann alles gar nicht abdecken mit zu sagen, ja, da die anderen Let's Player, nein, das stimmt ja gar nicht. Es gibt einige, die antworten auch auf jeden Kommentar, ja, und ich versuche das natürlich, und da sage ich wohlgemerkt, versuche, ne, kommen wir nochmal zu dem anderen Thema zurück, mit dem kurz abgelenkt, was wollte ich nochmal machen? Ja, und wie gesagt, lasst einen Kommentar, egal bei was ist da, natürlich passend zum Video. Und dann werdet ihr auch eine Antwort bekommen und vielleicht eine Diskussion, wenn ihr beispielsweise sagt, ey, Tro, weißt du was, die Videoqualität, die passt mir nicht, mach die mal anders, nimm eine andere Auflösung, mach mal bitte in 60 FPS, mal gucken, wie das wirkt, muss ich dazu sagen gleich, ich habe davon noch gar keine Ahnung, ich habe mich darum noch gar nicht gekümmert um 60 FPS oder sonstige Sachen, ne, dann einfach in die Kommentare reinhauen, ja, und dann kann man da gerne sich mal drüber unterhalten, ja, zum Beispiel jetzt auch der letzte aktuelle Kommentar, den ich hatte, hier auch auf ein Rising World Video. Ja, da auch nochmal Danke an denjenigen, der hat, der guckt jetzt wahrscheinlich auch gerade, hat halt geschrieben, hör mal zu, du baust richtig geile Häuser, aber möchtest du nicht auch mal so ein Spiel spielen wie The Last of Us? Das könnte ich mir richtig gut bei dir vorstellen, ne? Bitte bedenkt, ich bin noch ein kleiner YouTuber, ja? Klar, ich habe auch ein privates Einkommen und könnte rein theoretisch mir da ein bisschen was abknipsen, um mir dann irgendwann mal eine PlayStation 3 oder 4 zu holen. Aber eigentlich bin ich eher so ein Nintendo-Fanboy. Das ist das Erste. Das Zweite ist, das Geld ist wirklich nicht gerade ohne. Ja, es gibt, klar, es gibt die Möglichkeit, man kann irgendwie irgendwo was spenden und hat man nicht gesehen. Ich könnte auch eine Spendenseite machen. Möchte ich aber jetzt so in der Form nicht groß an die Glocke hängen. Und deswegen, also hier auch jetzt an dieser Stelle, nein, nicht spenden. So, Punkt. Wenn ich sehe beispielsweise, ja, dass ihr wirklich sagt, mehrere, und da rede ich jetzt wirklich von mehreren und nicht nur von zwei, drei Leuten, yep, Last of Us würde sich lohnen, dann, hey, shut the fuck up, Sony, take my money, and hier habt ihr dann als, Dankeschön an The Last of Us, ne? Klar, ist eine große Investition, darum sage ich ja auch nicht gerade nur 10 Leute. Ja? Und dann natürlich auch in Form von Kommentaren. Das muss ich ja, ne? Auch irgendwie darstellen, ja? Ich könnte jetzt eine Umfrage starten und, ich bin ganz ehrlich, ich habe einen Abo-Error jetzt schon gehabt, also 404 Abonnenten. Yippie, juhu. Ja? Das Problem ist, ich habe die 404 natürlich übersprungen, sehe gleich schon die 406, wo ich mir dachte, super. Bei den 404 wollte ich auf Twitter schön schreiben, ey, Abo-Error, Abo-Error. Aber, ja, da wart ihr dann doch ein bisschen schneller, was mich aber auch gefreut hat, ne? Also, es ist ja jetzt nicht, dass ich mich nicht über Abonnenten freue, ne? Und, ja, wenn man jetzt, wie gesagt, eine Umfrage machen würde, glaube ich nicht, dass trotz alledem alle 404 Abonnenten da wirklich abstimmen würden. Also, ich würde nicht 404 Stimmen zusammenbekommen. Bin ich ganz ehrlich, ja? Und deswegen lohnt sich auch da kein Update, ja. Ich frage immer ab und zu mal in den Let's Plays, ey, was haltet ihr davon, wenn ich das und das Let's Play mache oder welches Let's Play würde euch am besten gefallen?
Die und die stehen mal zur Auswahl, ja. Beispielsweise jetzt Triad Wars, Stranded Deep, Mario Kart 8 kommt demnächst wieder. Oder sogar wieder so Klassik-Konsolen-Games, so wie ich angefangen habe, ja. Weil sowas macht mir natürlich auch riesen Spaß und ich liebe es wirklich, ja. Also ich war jetzt letztens auch am Überlegen, The Legend of Zelda 1 mal wieder zu Let's Playen. Oder nicht mal wieder zu Let's Playen, endlich mal zu Let's Playen. Ja, und hab's dann aber immer wieder weiter nach hinten geschoben, weil ich mir dachte, will das überhaupt noch jemand sehen? Daher ist das halt immer schwer, wirklich dann effektiv einzuschätzen. Deswegen, also, wenn ihr da irgendwelche Klassik-Games oder sowas habt, da bin ich sofort dabei, ja? Wenn ihr sagt, hey, ich habe das mal bei dem Gronkh beispielsweise gesehen oder bei dem Pete's Meat oder wen es nicht alles gibt, ja, oder Saraza oder Hirnsturz zockt oder was gibt's noch? Es gibt so viele, die auch abseits von Minecraft spielen, ja? Dann sagt ihr euch beispielsweise, hey, das möchte ich auch mal bei dem Troplay sehen. Kein Ding, hey, kein Ding, ja? Schreibt es mir und vielleicht ist es ja dann demnächst soweit, hm? Wie gesagt, ich bin da total offen, ja? Also, ich bin kein verklemmter Mensch, ja, aber wie gesagt, solange keine Nachfrage da ist, sehe ich halt auch keinen Grund daran, dann irgendwie da noch speziell was zu machen. Und da ist schon wieder so eine Steinecke, die mich stört. Darum. So, kommen wir aber erstmal hier zurück zum Keller. Ich bin jetzt gerade dabei, hier diesen zweiten Keller zu bauen. Den ersten haben wir jetzt schon fertig. Den ersten Kellerraum. Und bald haben wir wirklich das komplette Grundgerüst und das finde ich echt schön, ja. Wir können jetzt hier schon wohnen, wir haben eine Küche, wir haben einen kleinen Garten. Apropos Garten, um den sollte ich mich auch mal kümmern, weil ansonsten wird es langsam echt eng mit dem Essen. Aber ich habe ja noch Möhrchen, solange ich noch Möhrchen habe, ist alles in Ordnung, ne? Solange ich Möhrchen habe, ja, wundert mich eigentlich hier bei den ganzen Möhrchen, ja, dass Bugs Bunny da noch nicht gekommen ist, ja, und die einfach mal geklaut hat. Das wäre auch noch so ein lustiges Gimmick, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Lieber Red, wenn du dir zuguckst, die Kaninchen, ja, sollen die Möhrchen stehlen. Ja, dass man diese Möhrchen wirklich einzäunen muss, irgendwie. Keine Ahnung was, aber lasst euch da mal was einfallen, das wäre doch richtig geil. Ich stelle mir jetzt gerade mal so vor, ja, du bist da gerade so richtig schön am Bauen und so, möchtest dir dein Essen holen und dann kam ein dummes Kaninchen und hat dir deine Möhrchen weggefuttert. Wie episch wäre denn das? Klar, ich höre jetzt schon wieder wahrscheinlich einige, die rumhaten. Ey, scheiße, nee. Aber mal ganz im Ernst, Leute, in der Wirklichkeit ist das auch so, okay. In der Wirklichkeit wäre es so, wenn wir nicht die ganzen Tiere meistens immer zum Schlachter bringen würden und sie abschlachten würden. Ja, klar, ich bin auch Fleischesser, also jetzt hier nicht, dass ich irgendwie Vegetarier bin. Ich respektiere Vegetarier, ich respektiere Veganer. Aber ich bin dann doch jemand, der dann jetzt nicht übermäßig Fleisch isst, aber auch mal gerne sein Stück abhaben möchte. Drücken wir es mal so aus. Darum, ne? Und ich fände das richtig cool, also ich würde das richtig abfeiern. So, aber wo wir gerade davon reden, sammle ich jedenfalls mal die Tomaten ein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, mein Hunger und mein Durst wird irgendwann wieder steigen. Ja, darum. Was mich allerdings wundert, dass die Entwickler, und da meine ich dich jetzt, Red, also wenn du wieder guckst, ne, weißt ja, ich nenne dich immer Red. Red 51. Warum eigentlich Red 51? Hm, das ist eigentlich mal eine Frage. Wie kommt er auf diesen Namen? Und zwar, wann kommt endlich, dass man Melonen wieder anpflanzen kann? Das ist wirklich ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, ja. Weil gerade was Trinken angeht, Melonen zu finden, ist echt immer schwer. Klar, man kann das jetzt hier durch die anderen Sachen ausgleichen, aber jetzt zum Beispiel habe ich nur Durst. Hm. Lieber Red, wenn du mal Lust hast, antworte mal wieder in dem Kommentar, schreib mal rein. Ja, also, Melonen, dann und dann kommen sie. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen Kommentar hier gesehen. Ist auch ganz einfach, warum es da keine Kommentare gibt. Und zwar, es gibt ja mittlerweile nur noch wenige YouTuber, die hier Rising World machen. Was ich ehrlich gesagt schade finde, liebe Leute, ja. Nicht immer gleich aufgeben. Ja, selbst wenn mal die Viewzahlen weniger sind, ja, macht weiter. Das Spiel hat es verdient. Das Spiel muss auch gefördert werden, ja. Warum er wahrscheinlich nicht antwortet ist, warum antwortet er bei dem YouTuber und nicht bei mir? Was hat der denn besser als das, was ich habe, ne? Und ich glaube, das möchte man einfach verhindern und deswegen bleibt er dann da, denke ich mal, sehr neutral, ja. Und ganz im Ernst, finde ich auch vollkommen in Ordnung.
Selbst wenn ich manchmal mir denke, ach komm schon, Red, antworte doch mal. Aber gut, ja. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, jetzt habt ihr mir wieder zugeguckt, wie ich diesen Keller gebaut habe. Wirklich effektiv war das jetzt nicht, aber wir haben jetzt schon mal so gesehen den nächsten Raum teilweise fertig. Ne? Gut, beim nächsten Mal geht es hier weiter und ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö.